zum Gruße zusammen und einen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen einen guten herannahenden Abend. Ich bin der Alex und ich heiße euch alle erstmal recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier auf dem Kanal und somit auch zum ersten Vlog im Jahr 2022, abgesehen von Folge 0, unter neuem Kanalnamen. Mensch, die letzte Nightlife ist heute auf den Tag genau eine Woche her und in dieser einen Woche hat sich so unsagbar viel ereignet, dass ich darüber tatsächlich gerne sprechen möchte. Ich möchte nicht nur, sondern ich muss auch. Die letzte Nightlife vergangene Woche, die ging bis 2 Uhr ungefähr und die war auch sehr gut und ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken bei allen Beteiligten und allen, die da waren und spontan eingeschaltet haben, mit im Chat waren etc. pp. Hier auch nochmal der Hinweis, solltet ihr in Zukunft weder die Nightlife noch eine Lounge noch eine Ruhezone noch ein Vlog verpassen wollen, dann bitte einmal auf den Abo-Button, vergesst die Glocke nicht, weil da hat YouTube momentan so seine gebrochenen Beine, euch nicht zu informieren, solltet ihr die Glocke auslassen. Na gut, kommen wir zu den Ereignissen, die sich nach der Nightlife ereignet haben. Einen Tag später fing eigentlich das Grauen an, muss man so sagen. Es lag nicht an der Nightlife, nein, es geht um etwas anderes. Ich habe ja schon mal erwähnt, auch in der letzten Nightlife habe ich das kurz anberaumt. Meine Frau und ich, wir teilen uns so ein bisschen die Wickelzeiten mit unserem Sohn. Und ich bin meistens der nachtaktive Part in unserer Beziehung. So, das heißt, ich wickle unseren Jungen das letzte Mal so zwischen 0 und 1 Uhr morgens. Und das machen wir, damit er über die Nacht nicht ausläuft. So, und der Tag, der Samstag darauf, also auf die Nightlife hinweg, der verlief eigentlich ganz gut, ganz normal, ganz gechillt. Und so gegen 0.30 Uhr, 0.45 Uhr habe ich dann meinen Sohn so langsam, aber sicher schlafenderweise aus dem Bett geholt, um ihn dann auf die Wickelkommode zu legen. Alles ist toll. Und dann habe ich bemerkt, dass ich unheimlich viel Schwäche in den Armen habe. Also richtig, richtig Schwäche. Von den Unterarmen bis zum Trizeps hoch auf beiden Seiten. So eine Mischung aus Muskelkater und Taubheit und Schwäche, könnte man so sagen. So, ich hatte meinen Sohnemann dann auf den Wickeltisch gelegt, hatte ihn gewickelt und gerade als ich ihm den letzten Knopf so zugemacht habe, bekam ich so ein bisschen Luftnot, ich bekam Schweißausbrüche aus der Hölle und mir wurde kotzübel. Ich habe ihn dann mit den letzten Kräften sozusagen zurück ins Bett gelegt, bin dann erstmal auf dem Balkon und dachte, mein Gott, du brauchst einfach nur ein bisschen Luft, ja, kann ja mal sein. Hast dich irgendwie verhoben, keine Ahnung. Ja, ich habe das erstmal nicht so wirklich weiter beachtet. Auf dem Balkon angekommen, habe ich mich da, ich habe auf dem Balkon eine Bank stehen, habe mich dann da drauf gesetzt und habe so ein bisschen versucht durchzuatmen und dann habe ich bemerkt, dass ich einen tierischen Druck und ein Brennen im Brustkorb hatte. Ungefähr so wie so eine Klammer. Ja, also als wenn ihr auf dem Blatt Papier eine Klammer zeichnet und das, was ihr einzeichnet, gibt dann so den Druck ab. Nicht dazwischen, nicht rechts davon, nicht links davon, nicht drüber, nicht drunter, sondern nur dieser Klammerbereich. Es war aber so, dass sich das so angefühlt hat wie Bronchitis an der falschen Stelle. Ich kann das nicht anders beschreiben. Und ich wurde immer kreidebleicher und ein bisschen grau im Gesicht. Und musste dann mal kurz ins Badezimmer verschwinden, mit der Angst, dass mich gleich die Klobrille guillotiniert. Also mir flog alles rückwärts aus dem Gesicht. Und bin dann ins Bett. Ich hatte einfach nur das Gefühl, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss einfach nur schlafen. So, hab dann Gott sei Dank zu meiner Frau noch gesagt, hör mal, ich glaube, mir geht es nicht so gut. Und meine Frau machte das Licht an, guckte mich an und sagte, brauchst du einen Notarzt? Und ich sagte zu meiner Frau das, was ich in solchen Momenten dann immer sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn du sagst ja, ist es vielleicht zu viel. Wenn du sagst nein, dann kannst du es bereuen. Ja, dementsprechend lässt mein Unterbewusstsein sich da immer so einen Platz zu sagen, ich habe einfach keinen Plan davon.
Geistesgegenwärtig hat meine Frau dann das Telefon gegriffen, hat beim Notarzt angerufen. Das waren zwei Telefonate, das habe ich noch mitgekriegt. Da saß ich dann auf dem Bett und habe so ein bisschen apathisch in die Gegend rumgestarrt. Und eine Dreiviertelstunde später, also so circa 1.45 Uhr, kamen die dann bei uns an. Zwei Notärzte, vier Sanitäter in der fünften Etage, alle am Japsen. Das finde ich gut, das kenne ich sonst nur von der Pizzaboten, von Lieferanten oder sonst was. Weil 72 Stufen ohne Aufzug, ne? Na, muss man dazu auch mal sagen. Und die hatten ganz schön Gepäck dabei. Ich hatte also gut die Bude voll. Ich hatte das Schlafzimmer voll, die Diele voll, das Wohnzimmer voll und auch die Küche voll. In letzter saß ich dann zuletzt. Und da schrieb man dann ein EKG für mich. Und das war erstmal unauffällig. Und der Notarzt, der dabei war, er hatte mich dann gefragt, ob ich ein Sodbrennen hätte und mich nicht vertun würde bei den Symptomen, die ich da schreibe. Ja? Ich sag, guter Mann, Sodbrennen kann ich gut unterscheiden von Schwäche in der Arme, Drücken in der Brust und ich kotze mir gleich die Hucke aus dem Körper und von Sodbrennen werde ich auch nicht so kreidebleich und fange auch nicht an zu schwitzen wie ein Schwein. Also, ich glaube nicht. Ne? Also die Jungs, nicht, dass wir uns falsch verstehen, die waren richtig gut drauf. Richtig gut drauf, die waren richtig pfiffig und ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab vor dem Job, ja, also das möchte ich dabei schon mal sagen, ich bin nur nicht unbedingt derjenige, da haben wir uns schon mal in einem anderen Teil drüber unterhalten, ich bin nicht unbedingt so der Freund von, ich lass mich anpacken und pieken und gucken und machen und tun, ich mag das nicht, ich bin da einfach kein, ne, stell mir eine Frage, kriegst du eine Antwort, stellst du mir eine Gegenfrage, die für mich unsinnig ist, dann bin ich da halt so ein bisschen, na, komisch. Tut mir auch leid, aber bin ich halt komisch. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Die boten mir an, mit in die Klinik zu fahren. Da war in meinem Kopf auch schon wieder das Geratter, sollst du nicht. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ja gut, machst du mal. Ich also mit in den Rettungswagen, hinten sitzend, gut angeschnallt, das war unnötig. Ich weiß nicht, wenn einer von euch mal mit so einem Rettungswagen mitgefahren ist, ne? Das ist ja schlimmer als jeder Verkehrsbus hinten. Erstmal klappert das wie Sau, dass ich mir die Frage gestellt habe, wenn da jemand liegt mit einem gebrochenen Genick oder so, ne? Wie kann der dieses Geschepper da aushalten, ohne dass dann auch weiteres passiert? Ich meine, gut, die werden mit Sicherheit so eine komische Ausgleichseinrichtung da haben, aber da habe ich schon nicht schlecht geguckt. Der gute Mitarbeiter, der vor mir stand, der hatte eigentlich eine relativ ruhige Nacht. Ich habe mich auch gut mit dem unterhalten, auch wenn es mir kurz übel ging. Und da hatte ich so ein bisschen, es tut mir leid, wenn ich das so sage, ich hatte so ein bisschen Mitleid mit den Jungs, weil die reißen sich echt den Arsch auf. Und dann kommen die zu jemandem wie mir, der eigentlich keinen Bock hat auf den ganzen Scheiß. Aber ich bin, was das angeht, ja auch vorbelastet. So, ne? Ich hatte ja mal in dem Beitrag damals Geheimnis meiner Emotionen gesagt, immer wenn die Tür in einem Krankenhaus aufgeht, bedeutet das für mich Schmerz. Dementsprechend habe ich da eine relativ abneigende und ablehnende Haltung. Gut. Aber die konnten mich sehr gut handeln, muss ich sagen. Ich kam dann im Krankenhaus an, das hat so 20 Minuten gedauert. Und dann bin ich da eingeliefert worden in die Triage-Abteilung. Ja, also praktisch so die Vornotaufnahme. Triage ist mir nur bekannt, so nach dem Motto, wenn das Ding voll ist und die Kapazitäten gering, dann wird erstmal geguckt, wem sollst du helfen erstmal und wem nicht. Und so weiter und so fort. Da habe ich schon mal nicht schlecht geguckt. Also direkt Tür durch, Bett, Abteilung, fertig. Die Abteilung sah aus wie eine große Lagerhalle, kann man gar nicht anders sagen. Es war nicht wirklich warm. Ein Flutlicht ohne Ende. Also da lagen mit Sicherheit, ich weiß nicht, also Flutlicht ist schon okay. Ja, ich glaube, jeder Quadratmeter war eine Lampe, dann wieder nichts, dann wieder eine Lampe. Und was ich so ein bisschen kurios fand, war, ich lag auf so einer Bahre in so einem Zweierabteil. Und dieses Zweierabteil war so umschirmt von so einer Gummigardine in weiß. So wie man sie eigentlich aus dem Schlachthaus kennt. Einmal Kärcher drüber, alles sauber. Ja, so nach dem Motto. Und der Arzt, der da war, der kam dann erstmal zu mir, guckte mich an und
legte mir ein Oximeter an, Blutdruckmessgerät, EKG und dann gab es eine Blutabnahme und so weiter und so fort. Er stellte mir auch so ein paar Fragen und die auch 3-4 Mal hintereinander, auch wenn er jedes Mal von mir die gleiche Antwort gekriegt hat. Das ist so eine Sache, die habe ich nie begriffen, warum Ärzte immer 3-mal dasselbe fragen und 3-mal die gleiche Antwort kriegen. Ich verstehe nicht. Vielleicht kann mir einer von euch mal sagen, was das ist. Ne? Die stellen euch die Frage, gehen 2 Meter, kommen zurück, stellen die gleiche Frage, gehen wieder zurück, stellen die gleiche Frage. So als wenn man das auf 2 Meter vergessen würde, was man da gefragt hat. Na gut, okay. Der machte erst auf mich einen Eindruck wie, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Scheiße hier. Ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln. Und ich habe eigentlich drauf gewartet, weil mir ging es dann zunehmend besser erstmal. Hat aber auch schon so seine 2 Stunden gedauert, bis das Besserungsgefühl eingesetzt hat. Nur das Gefühl in der Brust, das blieb und das hat mich halt genervt. Das habe ich früher mal gehabt, wenn ich am Abend zu deftig gegessen habe oder ne, wenn einfach mal ein bisschen zu viel Party war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das damals innerhalb von, was weiß ich, 2 Minuten, 3 Minuten weg. So, und da hat es halt mehrere Stunden angehalten und ging mir tierisch auf den Sack. Und so, also ich kam in die Triageabteilung, da war es 2:20 und die Untersuchungen gingen bis 4:30. Es ist also ein bisschen was gewesen. So, die erste Blutuntersuchung vom Labor, die kam wieder und da hat er mir irgendwie erklärt, irgendein Begriff mit T, irgendwas mit T, Graphie, keine Ahnung. Das Herz macht sich bemerkbar bei mir zwischen 10 und 12, hieß es, und meine Werte liegen bei 38 bis 42. Habe ich erstmal so hingenommen, weil ich habe keine Ahnung von dem Kram. Ich bin nicht vom Fach, ich bin kein Mediziner. Ich sag, gut, dann haben wir doch schon mal irgendwas. Zahlen, Daten, Fakten kenne ich aus dem Alltag, ist super. Und dann hieß es, wissen Sie was, Sie bleiben jetzt erstmal hier. Da habe ich innerlich schon die absolute Party gestartet, weil Krankenhaus und ich sind nicht unbedingt gute Freunde, wie eingangs schon erwähnt. Aber gut, machst du mit denen Spaß. Dann drückte mir die Oberschwester, wie sie sich vorgestellt hat. Da könnt ihr mich im Übrigen mal bitte aufklären. Heißt das jetzt Schwester oder Pflegerin? Die einen haben sich vorgestellt mit, ich bin Pflegerin so und so. Die andere sagt, ich bin Schwester so und so. Ist das eine Ordenssache? Oder, weil ich weiß, ich habe mitbekommen, dass man sich im Social-Media-Bereich das ein oder andere Mal darüber echauffiert hat, dass man heute sagt, Pfleger und Schwester oder Pflegerin und Pfleger. Und was ist denn jetzt richtig? Und was ist jetzt irgendwie... Klärt mich mal bitte auf in dem Atemzug. Auf jeden Fall kam die Oberschwester, wie sie sich mir vorgestellt hat, mit so einem ja OP-Leibchen. Ja, so nach dem Motto, sie müssen sich umziehen. Da habe ich schon gedacht, hä? Okay, wo geht's hin? Ja, heißt Klamotten aus, dieses komische Designerteil an. Und dann kam ich auf die Intensivstation. Hinter mir eine Playstation, wie ich es damals bei meinem besten Freund gesehen habe. Also praktisch eine ganze Wand voll Elektronik und ich dann daran angekabelt. Habe ich mir erstmal noch gar nicht so wirklich bei gedacht. So, und da war es dann, als ich auf die Intensivstation kam, 7:30 in der Früh. In der Zwischenzeit habe ich nicht geschlafen. Das heißt, ich war über 24 Stunden wach und dann im Krankenhaus. So, okay. Dann habe ich für 5 Minuten mal die Augen zugekriegt. Dann ging schon wieder die Tür auf. Dann war sozusagen der erste Pfleger da, der mir nochmal Blut abgenommen hat und nochmal mich neu verkabelt hat, weil ich mir irgendwie die ganzen Nupsis hier auf dem Körper abgerissen habe beim Umdrehen. Himmel, Herrgott, Zeiten. Also ich war todmüde, konnte aber irgendwie nicht schlafen, weil man mich nicht hat schlafen lassen. naja, bis dahin wusste ich erstmal noch gar nichts. Dann habe ich den Oberarzt kennengelernt, da war es 10:45 am nächsten Tag. Das war dann der Sonntag bereits, der dann gesagt hat, passen Sie mal auf, wir können jetzt mal gucken, ist das Herz, ist das Lunge, ist das irgendwie, ist sie nur schlecht oder was auch immer. Dann gab es nochmal eine Blutabnahme und dann gab es um 12:20 ging die Tür dann nochmal auf. Dann kam der Oberarzt rein und sagte, passen Sie mal auf, Ihre Werte, die lagen
Hier dieses Normal ist zwischen 10 und 12. Sie hatten dann 38 bis 42. Jetzt liegen sie bei 148 von heute Morgen und jetzt bei 192. Ich glaube, wir zwei fahren jetzt mal eben kurz runter in die Herzkatheterabteilung. Habe ich schon nicht schlecht geguckt, habe mir gedacht, jo, alles klar, okay. Dann ging das auch relativ zügig. Da kamen zwei Schwestern an und haben mir dann das Bett sozusagen fertig gemacht und mich da runtergeschoben. Und als ich dann da unten ankam, das war der absolute Überbrüller, dann gab es halt diese Herzkatheterabteilung. Und, im Vorraum, ja, ich war vorhin zur Blutabnahme, deswegen, im Vorraum hatten sie dieses Wartezimmer, wo normalerweise Betten reingehören, vollgepackt mit Aktenschränken. Sodass ich dann lustigerweise die Frage gestellt habe, ob ich jetzt irgendwie im Archiv lande oder sowas. Das fanden die gar nicht so witzig, also nicht, dass ich das gesagt habe, sondern die fanden das gar nicht witzig, dass der Raum so aussah. Ich sag, ist mir egal, ich kenne das schon, machen wir mal fertig hier. Ne? Und von da an hat es, ja, ich sag mal, nochmal 20 Minuten gedauert und dann kam ich in diesen Herzkatheterraum, der ehrlich gesagt aussah wie ein unordentliches Spielzimmer für Nerds. Kann ich gar nicht anders aussehen, ausdrücken. Und von da an ging das eigentlich relativ zügig. Man hatte mich dann fertig gemacht, auf diesen komischen Tisch gelegt, dann hatte ich hier irgendwie so einen CT-Monitor um mich rum oder was auch immer das war. Auf jeden Fall irgendwas, was mich scannt, während die da daran arbeiten. Und die waren auch ziemlich chillig da. Also der Oberarzt, der mich dann mal eben ambulant operiert hat. Ja, hier kriegst du dann so eine Nadel rein. Ihr seht, hier habe ich noch so einen blauen Fleck. Ziemlich groß. Das liegt daran, dass ich da so einen Katheter reingeschoben gekriegt habe. Und dann geht das halt durch die Verkabelung geht dann durch den Körper direkt ins Herz. Und er sagte, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und dann hat er auf einmal nichts mehr gesagt. Und dann hat er gesagt, gut, dass wir nachgeguckt hatten. Herr Havoc, Sie hatten einen Hinterwandherzinfarkt. Und dann liegst du da, guckst dann auf die linke Seite, wo die komischen Monitore sind, weil zugucken durfte ich ja auch. Und musst dann erstmal verarbeiten, was dir da gerade erzählt wurde. Aber bevor du überhaupt dazu kommst, irgendwie was zu sagen oder darauf klarzukommen, sagt er, ach, weißt du was, hier, komm, da können wir einen Stand reinsetzen, das machen wir mal eben so. O-Ton, das machen wir mal eben. Ich hatte dann gesagt, ja, wenn das mal eben geht, ne, ach, ich bin doch schon dabei, hieß es da. Ne? Das wird sich jetzt nochmal so anfühlen wie ein Herzinfarkt und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, jetzt kommt das Feeling, warum ich Krankenhäuser hasse, direkt ungeschönt und ungefragt, volle Lotte, wieder hoch. Und es kam auch so, wie kommen sollte, mit Voranmeldung. Aber nicht nur, dass meine Arme taub waren, nee, der Nacken wurde auch taub. Und dann fing das mit dem Druck in der Brust wieder an, die Schwitzerei fing wieder an. Ich habe gemerkt, dass ich blass geworden bin. Alter Vater. Also, so ohne weiteres ging das für mich jetzt nicht vonstatten. Es war nicht schmerzhaft. Also gar nicht. Ne? Das Einzige, was wirklich geschmerzt hat, war das Handgelenk. Deswegen auch so schön blau. Weil darin rührt er ja natürlich rum. Ne? So. Aber so generell, man merkt halt einen Druck. So nach dem Motto, da will was von innen raus. Also, ich hatte kurzzeitig so ein Flashback von Aliens. So, ne? Aber das mache ich dann meistens, um mir Dinge erklären zu können. Macht die Sache nicht wirklich viel besser, aber war schon... Boah. Naja. Auf jeden Fall und alle Fälle hat er mir dann den komischen Stand gesetzt und dann konnte ich auch für, na, sag ich jetzt mal, einen halben Tag pennen. Und als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin, kamen dann die Leute zu mir. Ich habe natürlich vorher Medikamente gekriegt, noch nach der OP, 7 Stück von irgendwas. Und am Abend noch irgendwas, wo ich gedacht habe, okay, das passt jetzt, das muss auch wegen OP und hast du nicht gesehen sein. So, am nächsten Morgen ging die Tür auf. Da kam dann eine AIPlerin rein, die mir gesagt hat, passen Sie mal auf, das hier sind Ihre Tabletten. Die hier und die hier nehmen Sie jetzt ein Jahr lang
Und den Rest nehmen Sie bitte Ihr Leben lang. Wisst ihr, ich habe mein ganzes Leben auf Medikamente verzichtet. Ich habe nie irgendwas gefressen, und wenn ich Kopfschmerzen hatte, dann habe ich erst im allerletzten Moment irgendwas genommen. Und jetzt habe ich einen Cocktail bis zum nächsten Jahr von 5 Tabletten pro Tag. Das ist nicht schön, das muss aber sein. Das ist aber im Endeffekt für mich nicht unbedingt das Schlimmste, mit dem ich jetzt gerade umzugehen habe. Viel schlimmer ist, dass ich jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe, sagen kann, 98% von dem, was ich hier sehe, kann ich eigentlich gar nicht essen. Ja, darf ich zukünftig nicht mehr, nichts mehr Salzhaltiges, nichts Fettiges, nicht hiervon, nicht davon, nicht tralala. Ich darf eigentlich so gut wie gar nichts mehr. So. Das heißt, ich werde irgendwann auch zu so einer wandelnden Biotonne und dann ist toll. Super. Super geil. Aber an der Stelle muss ich es auch sagen, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich habe ja nichts verpasst im Leben. Ich habe ja probiert, was ich probieren wollte. So, ich weiß, was geil ist. Aber ich weine jetzt schon darum, wenn es heißt, es gibt keine Mettbrötchen mehr. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen genauso witzig, wie es jetzt für mich aussieht. Aber ich finde das echt traurig. Ich finde das echt traurig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich hatte einen Herzinfarkt mit 41 und den Großteil davon macht eine genetische Vererbung aus. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt in der Nightlife oder in einem Vlog damals auch, dass mein Vater mit einem Hinterwandherzinfarkt von uns gegangen ist mit 51. Ich bin jetzt 41. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen lapidar werden und sagen, an sich ist mir das scheißegal, aber ich bin seit fast einem Jahr Vater und wenn ich das vererbt gekriegt habe, kriegt das mein Sohn Mann auch vererbt, weil ich per se schon mal richtig scheiße finde. Das heißt, ich habe jetzt, was das angeht, das schlägt mir aufs Gemüt. Ja, drücken wir es jetzt mal einfach mal so aus. Das schlägt mir tierisch aufs Gemüt. Und wir werden alles tun, damit da irgendwie was drauf geachtet wird und so weiter und so fort. Die Ärzte sagen zwar, ja, die Gefahr besteht natürlich, ist aber so, dass im Kindesalter da die, wie soll man das sagen, nicht Erziehung, sondern die Startlöcher gesetzt werden, je nachdem, wie er ernährt wird und was und so weiter, dass das gegebenenfalls überhaupt nicht auftritt. Gut, dann kann man sagen, wenn wir jetzt versemmeln, dann versemmeln wir es auf eigene Verschulden sozusagen, aber wenn wir darauf achten, hat er eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, dass dieses Zeug an ihm vorüberzieht. Jeder Arzt wird informiert, alles wird gemacht, alles wird getan und ich bin ja auch Gott sei Dank nur 50% der Gene. So hoffe ich. Das ganze Prozedere jetzt in einer Woche, das zieht natürlich noch viel, viel mehr Bahnen nach sich. An dem Tag, an dem ich noch auf der Intensivstation lag, das war ein Tag, an dem ich einen Arbeitsvertrag unterschreiben sollte. War natürlich super, dann anzurufen und zu sagen, hey, ich muss den Termin leider verschieben, weil ich liege auf der Bahre. Ja. Das hat Gott sei Dank noch geklappt. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich aus der Klinik kam. Ja, ich sah zwar aus wie ein Eimer, aber ich wollte das unbedingt erstmal in Sack und Pack bringen. Denn Zukunft muss auch gesichert sein. Das war zum Beispiel eine Sache, die für mich zum Thema Veränderung eine ganz große Nummer darstellen soll und auch wird. Ich halte ja daran fest, ich lasse mich durch so einen Scheiß jetzt auf gut Deutsch gesagt auch nicht unterkriegen, aber das ist so auf Knallauffall, ganz am Anfang die ersten 2 Tage bis nach der OP und mit der Unterhaltung sämtlicher Patienten, die da zugegen waren, wobei ich auch sagen muss, man hatte mich auf ein Zimmer gelegt mit jemandem vom Baujahr 35. Dieser Mann war Gold wert. Er hatte die Ruhe weg. Der hatte auch was, da würde ich im Leben nicht tauschen wollen. Aber das war ein cooler Typ, sage ich euch.
Das war ein richtig cooler Typ. Der konnte einem auch richtig was vom Leben erzählen. Ich mag sowas, ne? Wir hatten nie die Glotze an. Wir haben uns immer super unterhalten. War total klasse. Würde ich jederzeit wieder mit dem teilen, das Zimmer. War gut. Naja, das ist aber nur so als Randbemerkung. Ja, wie es jetzt weitergeht, ist ganz klar. Für mich erstmal, ich werde, wie vorhin schon gesagt, ich werde mein Leben lang Tabletten nehmen. Alkohol weine ich nicht unbedingt hinterher, auch wenn ich darf. Ja, ich darf ja praktisch alles, aber nicht von allem eben so ein Fliegenschiss. Ja, okay, mein Gott. Und ich muss halt Wasser saufen wie Sau. Und ihr wisst, damit tue ich mich besonders schwer. Weil mein Körper hin und wieder mal sagte, wie Wasser, brauchtest du früher 6 Tage nicht. Ne? So nach dem Motto, das muss ich absolut ändern. Deswegen schleppe ich jetzt auch immer hier so eine Wasserpulle mit mir rum. Ja, und dann muss ich jetzt alle 3 Monate hier zur Blutabnahme, EKG und Labor und Gedönse. Das wird auch richtig toll, weil das muss ich ja mit meinem Alltag dann auch irgendwie ausklamüsern. Bewegung passt super zu Ruhezone to go, finde ich total klasse. Das heißt, ja, sag ich jetzt mal, das Gute daran ist, ich werde öfter mit euch unterwegs sein. Das ist doch ganz klar. Ja, bei Wind und Wetter. Nein, Spaß beiseite. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es mir zukünftig gut geht, aber toll ist halt anders. Ne? So richtig eingeschlagen in die Birne ist das gestern, als ich wieder meinen Sohn gewickelt habe und er lachte mich so an. Und als ich in der Klinik war, er war ja von mir noch nie getrennt. Ne? So, ich war ja die ganze Zeit, jeden Tag da, durch Homeoffice, durch die Schulungen, Wochenende, Tag, Nacht. Ich war ja immer da. So, und als ich dann natürlich rausgegangen bin mit 6 Leuten und auf einmal ist Papa weg und er war ja mitten in der Nacht durch den Krach natürlich wach, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das für ihn angefühlt haben muss oder wie das ausgesehen haben muss. Ne? Reinste Deportation. Ja, sorry für den Begriff, aber ich weiß, der kleine Junge hat jetzt wahrscheinlich schon vergessen, aber in dem Moment ist das mit Sicherheit nicht gut. Er hat auch nicht wirklich gut geschlafen danach, sagte meine Frau. Und da tut mir echt tierisch leid. Ich möchte nicht, dass der das so eine Scheiße mit ansieht. Ja, ich habe im Krankenhaus dann via Videochat habe ich ihm dann jeden Abend gute Nacht gesagt, ab dem Moment, ab dem es ging, am ersten ging es noch nicht. Und er packte dann immer so auf den Screen und zog den so runter. Ja, der Kleine ist ja noch nicht 1 Jahr alt, aber der begreift schon, was er da sieht. Und wenn ich ihn jetzt abends wickel, dann packt er mir immer in den Kopf und macht den hier. Ja, so wie beim Screen. So, ne? Da ist mir gestern alles aus dem Gesicht geflossen, muss ich euch sagen. Ja, so nach dem Motto, was würde ich denn an seiner Stelle machen, wenn ich jetzt da lieg? Ja, egal. Ist nun mal so. Daraufhin wird sich jetzt mein Leben natürlich nochmal schlagartig ändern. Ja, gut. Ist jetzt nicht so, als wäre ich die letzten 4 Jahre mittlerweile schon nicht unbedingt damit beschäftigt gewesen, mein Leben anzupassen und zu ändern. Aber hey, ganz ehrlich, wenn das der große Knall ist, den es braucht, damit irgendwie sich alles mal kurz umstülpt und ändert, ja, dann ist das halt so. Ja? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich keine Reha machen werde, weil das für mich einfach derzeit nicht drin ist. Darüber können wir uns zu einer anderen Zeit mal unterhalten. Ich gehe davon aus, dass man mir da sowieso nur Bewegung anheimfallen lässt und mir erzählt, was ich fressen darf und was nicht. Tut mir leid, wenn ich das so herablassend jetzt betrachte. Aber für mich muss das Leben weitergehen, weil ich bin Familienvater und ich kann nicht von einer Reha in die nächste oder von einem Krankenhaus ins nächste hoppeln. Das geht einfach nicht. Ab irgendeinem ganz bestimmten Zeitpunkt muss man auch mal sagen, jetzt ist gut. Vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere unter euch ja eine Idee, wie sich das für mich oder was ich vielleicht beachten sollte oder worauf ich mal ein Auge halten sollte, egal in welche Richtung, sei es beruflich, wirtschaftlich oder nahrungsmitteltechnisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit so einem Vorfall alles zu tun hat, zumindest weiß ich jetzt noch nicht. Heißt nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage, ja, kommt mir mit den Infos, ich werde mir die natürlich selber auch noch beschaffen. Aber es gibt ja mit Sicherheit so Erfahrungen, wie ich sie damals gemacht habe mit der Depression,
dass man sagen kann, okay, das hätte ich gerne vorher gewusst oder das hätte man am besten schnellstmöglich umgesetzt und dies und das und je und so weiter. Vielleicht habt ihr dann eine Idee, wie ich das für mich am besten handeln kann, sage ich jetzt mal so. Naja, okay, bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal so. Das reicht auch für einen Wochenbericht. Und ich werde jetzt nach Hause fahren zu meinen beiden Hübschen und ja, werde erstmal so in den Tag kommen. Heute kommen meine Pillendosen an. Super. Und die werde ich dann jetzt auch erstmal bestücken. Ich danke euch fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und Kommentarfunktion bitte, bitte, bitte nutzen. Ich freue mich auch auf den 4. November. Da findet jetzt die nächste Havoc Night statt. Wie gewohnt ab 21 Uhr nur auf diesem Kanal. Und hier auch nochmal der Hinweis. Einfach den Abo-Button drücken, die Glocke nicht vergessen. Und dann kriegt ihr immer alles mit, was hier abgeht. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund und ich wünsche euch was. Ciao.